Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute reagiere ich auf eine oft gestellte Frage über alle möglichen Kanäle, Facebook, YouTube, was auch immer. Kommt die Frage, was für Nahrungsergänzung nutzt du, was kombinierst du, warum siehst du das ganze Jahr so blendend aus und bist immer definiert, immer in Topform, gleich als Vorwort. Mit Nahrungsergänzungen hat das nur in zweiter Hinsicht was zu tun. Das hat einmal mit meiner Ernährungsweise was zu tun und zweitens natürlich auch mit der Art des Trainings. Ich muss natürlich für Fotoshootings regelmäßig eine gute Form bringen, eine gute Definition. Ansonsten lacht sich der Fotograf kaputt und sagt, nein, ich möchte keinen Wasserkopf fotografieren. Nein, ich habe keine Lust, einen aufgepumpten Frosch zu fotografieren. Und aus diesem einfachen Grund muss natürlich die Ernährung stimmen. Meine Ernährung passt, sieht er ja auch. Das ist natürlich schon eine genau strukturierte Ernährung, was Zeitfaktor anbetrifft. Wann ich was essen, welcher Menge ich was esse, welche Art von Kohlenhydrate, zu welcher Tageszeit, wie viel Protein, wie viel Fette, wie viel gesunde Fette. Das ist alles schön sauber strukturiert. Und dann kommen natürlich die Nahrungsergänzungen zum Zug. Und dann machen die Nahrungsergänzungen natürlich auch logischerweise Sinn. Und ich nutze regelmäßig BCAAs. Die sind jetzt von Frey. Ich liebe die von Frey. Warum? Weil es eine rot-schwarze Kapsel ist. Die sieht einfach geil aus. So, die nutze ich regelmäßig vorm Training, in der Mitte vom Training. Einfach, weil ich natürlich auch sehr oft kohlenhydratarm trainiere. Weil ich natürlich gucken muss, dass meine Defi passt für Wettkampf und fürs Fotoshooting. Ab und an, nicht immer, aber in der Regenerationsphase und in der Aufbauphase, wobei ich keine Aufbauphase mehr mache, eher Regenerationsphasen, dann natürlich auch mal ein bisschen massiveres Gewichtstraining mit höheren Gewichten. Da gibt es für mich das Kreagenik doppelgepuffert mit PTK. Warum? Ganz einfach, weil ich mit dem hervorragende Ergebnisse erziele und auch nachweislich auf der Waage am wenigsten Wasser ziehe, am wenigsten Wassereinlager, weil die Wassereinlagerung, die bringt mich nicht weiter, die blockiert mich eher, die behindert mich eher, die macht mich träge, die macht zwar prall und breit, aber hat mit der aktiven Muskelsubstanz überhaupt nichts zu tun, deswegen doppelt gepuffertes Kreatin von hier der Firma weiter mit BTK, das heißt Säurepuffer in Form von Wasserpuffer, in Form von Blutserumpuffer. Was ich sehr oft nutze, ist Beta-Alanin. Beta-Alanin habe ich hier von Friend Nutrition, nutze ich von Friend Nutrition. Habe ich sehr gute Erfahrungen mit gemacht. Ich trainiere sehr oft, zum Beispiel in der eher Aufbauphase, weil ich keine Aufbauphase mehr habe. In der Regenerationsphase, in den Phasen, wo ich weniger trainiere, mache ich Pit Force. Da arbeite ich bis 20 Wiederholungen im 8er Gewicht. Beta-Alanin oder auch in Kraftausdauerbereichen, wo ich Reduktionsprinzip mache, Dropsatzprinzip, Supersätze. Mit kurzen Pausen, Beta-Alanin, da schwöre ich drauf, genial, Quatsch. AKG, Arginin, Alpha-Ketoglutarat, eines der besten Arginin, die ich kenne, nicht nur zwecks bessere Muskelpump, sondern natürlich auch verbesserte Nährstoffversorgung der Zelle. Arginin ist eh bekannt, dass Arginin sich positiv auswirkt. Regeneration, Muskelaufbau, Zink Professional von Bodytech, klar. Ich habe natürlich immer ernährungstechnisch ein bisschen Gratwanderung, wobei ich Mineralstoff, Vitamintechnik gut versorgt bin, aber eben im Bereich oftmals Shooting draußen bei der Kälte, Immunsystem ein bisschen aufpassen. Zink, ganz klar, immer mit dabei. Tyrosin am frühen Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ganz einfach, Tyrosin macht mich wach, Tyrosin macht mich hell, ich kann fokussiert trainieren und deswegen Tyrosin halbe Stunde vor dem Training. Ja, das war schon gewesen, da sind wir ja fast schon durch. Hier mein Whey-Isolat, jetzt mal ausnahmsweise von Bodytech. Ich nutze auch das Whey-Isolat, das ja vor kurzem von der Firma Peak rausgekommen ist. Gehüpft, gesprungen, beide gut, beide ähnliche Aminosäureprofile, beide perfekt für mich. Mit Wasser natürlich, logischerweise trinke keine Milch. Und jetzt kommt's, meine Geheimwaffe. Zaubermittel, nichts Zaubermittel. Ganz einfach, Carnimix der Firma Eder Health Nutrition. Das ist Carnitin, 1000 Milligramm, 1000 Milligramm Guarana und Vitamin C. Für mich ein perfektes Mittel. Nicht nur, wenn ich trainieren gehe, nicht nur, wenn ich früh morgens, sondern macht mich hellwach, macht mich fit. Auch wenn ich mal einen Tag habe, wo ich müde bin, träge bin, reagiere manchmal ein bisschen auf Pollenflug, batsch das Ding rein, geht mir es gut, ist mein Allerweltsmittel. Wer es nicht glaubt, selber ausprobieren. Und meine BCA-Fit, auch natürlich ganz besonders wertvoll für die Regenerationszeit, mit Betain und Taurin, unmittelbar nach dem Training, wenn hartes Training, wenn ich mich vorbereite beim Fotoshooting, ganz klar eins meiner Mittel, die ich immer nutze. So, das war's. Was für Nahrungsergänzungen ich nutze? Ich nutze
Wie gesagt, in regelmäßigen Abständen gewisse Dinge. Manchmal lasse ich sie auch komplett weg, weil ich keinen Bock drauf habe, weil mich es nervt, weil ich nicht immer irgendwelche Süppchen und Zeug und Pilchen schlucken möchte. Aber dann, wenn es darauf ankommt, ich fokussiert auf ein Fotoshooting mich vorbereite oder auf einen Wettkampf, dann sind ganz klar meine Nahrungsergänzungen, die kein Nahrungsersatz sind, sind am Start. Das war's, Andreas Triembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Dieses Mal meine Nahrungsergänzungen, die erklärt. Bis dann, ciao.